Ja, willkommen zurück zu The Lost Files of Sherlock Holmes und wir fahren, wie ja schon angedeutet, in der letzten Folge mal zu Sherlock Holmes, zu Scotland Yard. Vielleicht bekommen wir irgendeinen Ausweis oder irgendeinen Hinweis, dass die gute Sarah Carraway tot ist. Voll die Mucke hier. Jetzt reden wir mal mit dem Offizier vom Dienst. Sergeant Duncan, könnten Sie bitte noch einmal Inspector Lestrade ausrufen? Selbstverständlich, Mr. Holmes. Inspector Lestrade, bitte melden Sie sich beim Offizier vom Dienst. Schon ziemlich cool, ne? Er ist Inspektor und er ist nur Sergeant. Naja. Ah, Holmes, was kann ich für Sie tun? Ja, mit dir reden natürlich. Ah, voll Dramatik hier. Ich hab voll Angst. Ne, leider nicht. Gut. Dann fahren wir mal nach Hause. In die Baker Street. Da ist die Baker Street. Quatsch, das ist der Tabakladen. Da will ich gar nicht hin. Da will ich hin, in die Baker Street. So, in die Baker Street. Vielleicht reicht ihm auch die Zeitung. Da wird ja bestimmt irgendwas über den Mord drinstehen. Guten Tag abermals, Mr. Rigby. Immer noch alles in Ordnung, nehme ich an. Kann nicht klagen, Mr. Holmes, und wenn ich's könnte, ach, wer würde schon darauf hören? Stimmt, meinte er noch, aber gut. Jonas, ich benötige eine alte Ausgabe der Times, die gestrige Frühausgabe genauer gesagt, in der von dem Mord hinter dem Regent Theater berichtet wurde. Oh, das tut mir leid, Mr. Holmes, ich befürchte, diese Ausgabe ist total ausverkauft. Genau wie alle anderen seitdem. Naja, ich habe keine Remittenten mehr. Die meisten Leute folgen gespannt die Polizeiermittlungen im Ripper-Fall. Und gestern war der Sportteil zudem auch noch besonders spannend wegen der Cricket-Spiele in Melbourne. Spofforth spielte wieder ein junger Gott, wissen Sie. Aber ich nehme an, in der Fleet Street wird man noch einige Exemplare haben. Danke sehr, Jonas. Ich werde dort einmal versuchen. Ja, die Fleet Street, ich glaube, die haben wir gar nicht. Ich weiß nicht, ob der mir eine besorgen kann. Ah ja. Wiggins, ich habe einen Auftrag für dich. Zu Diensten, Mr. Holmes. Geh bitte in die Fleet Street, in die Büros der London Times, bring mir ein Exemplar der gestrigen Zeitung, aber der Frühausgabe. Eine halbe Krone, sobald ich sie in den Händen habe. Eine halbe Krone ist völlig in Ordnung, Sir, aber die Fleet Street ist doch ziemlich weit weg, besonders für etwas, naja, was ich sowieso schon hier habe. Sie müssen wissen, diese Jacke hier wird langsam etwas dünn. Und die Times hat genau das richtige Format, um das Futter etwas aufzufüllen und den Körper warm zu halten. Mr. Jones ist immer so nett, mir ein Exemplar abzugeben, wenn er abends noch etwas übrig hat. Ist dies hier vielleicht die Aufgabe, die Sie suchen? Genau, mein Junge. Und sagen wir, eine ganze Krone in Ordnung. Das sollte genügend für eine neue Jacke. Definitiv. Das ist ein bisschen affig, muss ich sagen. Ich meine, das hätte der Typ hier auch sagen können. Aber gut. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen, glaube ich, nochmal zurück in... Wie heißt das nochmal? Das Eton-Wohnheim? Oder Ethan? Eton-Wohnheim. Da fahren wir mit der Droschke hin. So. Junger Mann. Jetzt ist aus die Maus, ne? Oh nein, was ist mit dem los? Das kann einfach nicht wahr sein. Mann, sie ist tot. Wer war das? Wer? Ich reiß ihn in Stücke, ich...
Das hier ist Mr. Sherlock Holmes, Detektiv und Berater von Scotland Yard und mein Name ist John Watson. Wir versuchen, Ihren Mörder zu finden, doch dazu brauchen wir Ihre Hilfe. Wenn er dann reden möchte, ne? Was können Sie denn noch von mir wollen? Ach Gott. Haben Sie Miss Carraway in letzter Zeit getroffen? Die letzten paar Abende nicht. Wir hatten befürchtet, der Trainer könnte uns auf die Schliche kommen und wir haben eine Zeit lang voneinander ferngehalten. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Sie wurde spät in der Nacht hinter dem Regency Theater getötet. Wissen Sie noch, wo Sie zu der Tatzeit waren? Ich war hier, wie immer, und habe für meine Chemieprüfung gebüffelt. War Ihr Zimmergenosse hier, sodass er Ihr Alibi bestätigen könnte? Ach Gott. Nein, er ist so gut wie nie hier. Er hängt immer im Labor rum. Also Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich etwas mit dem Mord zu tun haben könnte, um Gottes Willen. Nein, keine Bange. Aber je mehr Zeugen man befragen kann, desto leichter sind die Ergebnisse nachzuvollziehen. Also er weiß mit Sicherheit gar nichts über Sarah. Ich habe sogar vor ihm geheim gehalten. Tja. Wissen Sie, ob irgendjemand Streit mit Sarah hatte? Oh. Nein, das, da habe ich keine Ahnung. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir kannten uns zwar sehr gut, aber wir wussten notgedrungen recht wenig von unseren jeweiligen Freunden. Sie könnten Ihre Schwester Anna fragen oder den Verlobten Antonio Caruso. Vielleicht können die Ihnen etwas darüber sagen. Wo können wir denn beide finden? Oh, also ich bin noch keinem von den beiden gewesen, aber ich kann Ihnen auch noch die Adresse, die weiß ich einfach nicht. Ich weiß, dass Anna am Chancery Open House singt und ich habe Antonio öfters sagen hören, dass er seine Freizeit irgendwo da verbringt. Wo haben sich die beiden denn getroffen, wenn sie nie bei ihnen zu Hause waren? Oh, wir sind oft miteinander zum Picknick gegangen. Es gab da eine Stelle in der Nähe der Klosterschule. Da wollte Anna immerhin. Ich nehme an, sie ist öfters da. Naja, sie liebt Kinder und schaut ihnen gerne beim Spielen zu. Es gab da einen Jungen, sofern ich mich erinnere, der schien sie besonders interessiert zu sein. Komischer kleiner Knabe, der spielt irgendwie nie mit den anderen, steht immer abseits da. Anna hat sich manchmal mit ihm unterhalten. Wo genau ist denn dieser Picknickplatz? Oh, ziemlich genau westlich von hier. Earl's Court in die Brompton Road mündet. Wir haben dort immer im schmiedeeisernen Zaun hinter der Schule gesessen. Junge, der weiß ja ganz schön viel. Können Sie uns sonst noch irgendwie bei unseren Ermittlungen helfen? Naja, alles, was ich Ihnen gesagt habe, ist, wenn Sarahs Mörder gefunden haben, sorgen Sie besser dafür, dass ich ihn nicht in die Finger bekomme, sonst werde ich es sein, der wegen Mordes am Strick hängt. Wenn ich ihn zu fassen bekomme, dann bringe ich ihn um. So. Ach, was können Sie noch alle von mir wollen? Gar nichts mehr. Wir fahren zu Antonio Caruso. Das klingt irgendwie wie so, ich weiß nicht, wie so ein Sänger oder so ein Antonio Banderas. Oder wir fahren das... Ach, das hier ist der Picknickplatz. Ah, vielleicht fahren wir da erst hin. Können wir auch schon zum Caruso? Nee. A Chancery Open House. Das ist der St. Bernhards Pub. Leichenschaus. Tja, hier ist nirgendwo der Caruso. Komisch. Oh Gott. Wo sind wir denn hier gelandet? Ah, ein einsamer Junge. Der Knabe scheint weniger als 10 Jahre alt zu sein und ist recht zierlich gebaut. Seine Kleidung ist teuer, auch wenn er sie und seine Mütze mit mehr als nur Nachlässigkeit behandelt. Okay. Watson? Die sorgenfreie Tage der Kindheit weiß man nie zu würdigen, solange man jung ist und später sehnt man sich immer danach zurück. Finden Sie nicht auch, Watson?
Wenn jedes Kind auf der Erde in solch sicherer und komfortabler Umgebung aufwachsen könnte wie das hier, Holmes, dann würde die Welt völlig anders aussehen. Ja, da hast du wohl recht, guter Watson. Fällt Ihnen irgendein Grund auf, warum dieser Flecken Erde für Miss Carey besonders attraktiv sein sollte? Naja, es ist ein charmanter Platz für ein Picknick, ne? Friedlich, hübsch anzuschauen und überflutet mit dem Lachen von Kindern. Aber abgesehen davon sehe ich nichts Besonderes. Ja, Watson, du siehst nie was Besonderes, ne? Wie könnten wir nur das Vertrauen des Jungen gewinnen? Ich muss unbedingt mit ihm reden. Ich will keine Spekulationen über seine Verbindung zu unserem Fall anstellen. Aber naja, ich bin sicher, dass er ein wichtiger Zeuge sein könnte. Naja, vielleicht sollten wir einmal mit Miss Carys Freund reden, dem Snooker-Spieler. Ah, Snooker-Spieler. Der ist gar nicht... Antonio Caruso, wo ist denn der? Das ist ein anderer Pub, ne? Das ist nicht der Pub im Covent Garden. Das ist dieser Pub hier oben. Der Snooker-Pub. St. Bernard's Pub. Da fahren wir jetzt hin. Ich überlege die ganze Zeit, waren wir eigentlich schon in diesem Tabakladen, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was wir da in dem Tabakladen... Ich weiß es echt nicht mehr. Der Tabakladen. Ich glaube, da waren wir schon, oder? Oh, das ist ein sehr schöner Pub, aber etwas versnobter, ne? Hier so, ne? Der Barkeeper. Und die stehen nur da rum und spielen nicht, oder was? Spielen die auch mal bitte? Zuschauer? Jack Mahoney? Ah, oh, sie spielen sogar. Sehr schön. Oh, cool! Ich wette mit dir, jetzt spielt hier der Jack Mahoney und dann liegt die weiße Kugel wieder genau da. Und dann kann er wieder spielen. Mal gucken. Das ist Nobby Charlton. Ich kenne den überhaupt gar nicht. Dom, dom. Oh, ist das geil. Wie geil ist das denn tatsächlich? Die stehen wieder genauso wie ursprünglich. Naja, gut. Ich meine, es ist schon... Ich will nicht sagen, es ist schon wirklich schon super, ne? Für 92 übrigens. Wir reden mal kurz mit dem Barkeeper, aber weil ich sagte 92, man muss sich überlegen, Monkey Island ist ja auch so in einem Dreh rausgekommen. 91 genauer gesagt. Und, sag ich mal, von der Qualität her sind die schon ziemlich ebenbürtig. Also was so grafisch angeht, aber Monkey Island ist schon das etwas bessere Spiel mit den besseren Rätseln. Weil hier gibt es schon ein paar... Naja, die sind nicht so ganz rund und sauber. So, aber lange Rede, genug des Sinn. Man kann sowas eh nicht vergleichen. Ich finde, bei Sherlock Holmes sind wenig solche Samples dabei, ne? Also dieses hier, dieses... Dieses, außerdem ist das kein Snooker, das ist... Normales, also das ist ein Snooker, das sind ganz viele rote Kugeln, ne? Hier, das ist Pool. Boah, das könnte auch französisch sein. Ach, keine Ahnung. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Dass zum Beispiel das Lachen der Kinder fehlt mir. Und das Einzige, was so richtig viel animiert sind, sind Feuer und irgendwelche Lampen. So. Barkeeper. Sie können doch bestimmt ihre Kundschaft. Wer kann es sich finanziell erlauben, einfach den Tag hier zu vertrödeln? Naja, wir bewirten fast nur Gentlemen mit viel Freizeit. Begütete Herren mit Stil, denen eine gepflegte, intelligente Unterhaltung und ein spielerischer Vergleich ihrer Geschicklichkeit Vergnügen bereitet und die Zeit vertreibt. So, Jung. Das wollte ich jetzt nicht wissen. Ich befinde mich auf der Suche nach einem gewissen Caruso, der dieses Etablissement zu besuchen pflegt. Erkennen Sie ihn zufälligerweise? Mag sein, aber Namen und Gesichter sind nicht meine Stärke. Selbst wenn man der selige Prinz Albert persönlich aus dem Grab auferstünde und hier hereinmarschierte, glaube ich kaum, dass ich ihn erkennen würde. Meine Flaschen und Gläser belegen den größten Teil meiner Aufmerksamkeit mit Beschlag. Jung, geh mir nicht auf die Krone. Ne, ich trinke keinen Alkohol. Wer ist das denn hier? Ich würde gerne unter vier Augen mit einem Herrn namens Antonio Caruso sprechen.
Naja, gegen ein gewisses Entgelt könnte ich vielleicht einige Informationen beisteuern, Sir. Ein Genie ist bestimmt ein fairer Preis. Hallo? Sie verhandeln hart, Sir. Ich hoffe nur, die Ware ist den Preis wert. So ist es, brav, kluges Kerlchen. Also Sie sollten sich mal mit Nobby unterhalten, dem Typ mit dem Filzhut. Also der hier? Da drüben. Er kann Ihnen sagen, was Sie wissen wollen. Was, der kriegt jetzt tatsächlich Geld? Also ich glaube, jetzt reicht's aber langsam hier. Ich habe gehört, ein gewisser Antonio Caruso soll hier spielen. Man sagt, er sei unschlagbar. Stimmt das? Wenn Sie etwas über den Mann wissen wollen, sagen Sie es doch einfach. Ich erzähle Ihnen gerne, was ich weiß. Allerdings kostet das eine Kleinigkeit. Jetzt reizt aber. Ein Sovereign. Ich lach mich schlapp, ey. Ein bisschen happig, der Preis. Aber, gut. Ich habe es eilig. Hier, ein Sovereign. In Ordnung, Chef. Fragen Sie den Kerl da am Billardtisch. Der kann Ihnen helfen, Antonio zu finden. Jetzt verarscht mich hier nicht, oder? Dieser Gentleman hat uns gerade zu Ihnen geschickt. Naja, und ich wette, Sie haben dafür auch noch etwas bezahlt. Ha, selbst schuld, da hätten Sie Ihr Geld auch gleich im Klo herunterspülen können. Ich bin nie in Antonios Wohnung gewesen, jetzt haben Sie uns beide gezahlt. Naja, und was haben Sie jetzt davon? Naja, ich weiß, wo Antonio wohnt, aber ich verpfeife doch meine Freunde nicht. Schon gar nicht an Polypen oder so schleimige Schnuffler. Das gibt's doch gar nicht. Muss ich ihn jetzt auch noch bezahlen, oder was? Naja. Ich bezahle nichts mehr. Sehe ich ihn überhaupt nicht ein. Vielleicht könnten Sie der Polizei nur Zusammenarbeit überreden, wenn Sie es nicht schaffen. Ha, die Polypen. Haha, hier oben. Die haben nichts gegen mich in der Hand und sie sind ein ziemlicher Narr, mir drohen zu wollen. Naja, müssen wir auf eine andere Art und Weise versuchen, mein lieber Watson. Ich glaube, dann können wir hier verpfeifen, oder? Da hat, glaube ich, noch eine Rechnung offen. Irgendwas hat er zu verbergen. Ach Gott, ey.